Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Heute bin ich zu Gast bei Gabriela Scherrer in Feldmeilen im Kanton Zürich in der Schweiz. Sie hat eine eindrückliche Heilung und ein Wunder erlebt, also beides, aber jetzt der Reihe nach. Und es war Zeitraum von 3 Jahren, hatte sie immer wieder heftige Bauchschmerzen, richtige Krämpfe. Und da meine erste Frage, Gabriela, woher kamen die Krämpfe? Kannte man die Ursache? Ja, die Ursache kannte man, weil ich bin vor 3,5 Jahren mit meinem Mann in den Flitterwochen gefahren oder geflogen. Und dort habe ich eine Bakterie aufgelesen und dort habe ich Nierbeckenentzündung bekommen. Auf dem Weg zurück starke Schmerzen und so weiter und zurück in der Schweiz habe ich dann Antibiotika bekommen. Und 10 Tage später musste ich das absetzen und dann haben sofort wieder die Schmerzen angefangen. Dann habe ich am Abend, weil es war gerade auf dem 60. Geburtstag von meinem Vater, also ich wollte das nicht verderben, ich wollte das alles verschweigen eigentlich, aber die Schmerzen wurden immer stärker. Und dann habe ich am Abend die Krankenkasse angerufen. Und als sie das gehört haben, dann sagen sie, sofort ins Spital gehen. Sind wir noch am Abend ins Spital gegangen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht da mehr gewesen. Und dann haben sie mir eine Infusion gegeben mit Antibiotika, aber weil sie nicht wussten, welche Bakterie jetzt resistent war, haben sie einfach ja die ganze Haufe von Antibiotika. Also es gibt anscheinend 13 verschiedene Antibiotika. Und da habe ich eine ganze Woche an Infusion gelegen mit Antibiotika und das hat völlig meine Darmflora kaputt gemacht. Ich konnte nachher einfach wirklich nichts mehr essen, also fast nichts mehr essen. Also ich kann Brot, keine Milchprodukte, keine Zuckerprodukte, keine Früchte, nur so Himbeeren, keine rohe Gemüse, Salat war auch Katastrophe. Und anstatt dass es besser wurde, wurde es nur schlimmer. Und ich habe bei verschiedenen Ärzten haben mich versucht zu helfen natürlich, mit Probiotika und alle verschiedene Sachen. Und sie wussten eigentlich auch nicht mehr, was mit mir anzufangen. Und schlussendlich, ja, dann muss man das akzeptieren. Also dachte ich, dann akzeptiere ich das ja halt. Und das heißt, ins Restaurant gehen war keine Freude für mich, weil dann war es wirklich von, was soll ich denn jetzt auswählen zum Essen, oder? Oder bei Freunden wollte ich nicht immer klagen und sagen, ja, sorry, ich kann das und das und das nicht essen. Also hatte ich einfach gegessen. Und dann war es auch schon eigentlich schon dort. Aber dann waren wir auf dem Weg zurück nach Hause, starke Schmerzen. Und zu Hause hat mein Mann schon die Bettfläche parat für mich, um aufs Bauch zu legen, weil er wusste, dass das war das Einzige, was ein wenig die Schmerzen linderte. Also, weniger machte. Und sogar bei einem Glas Wasser hattest du Probleme, gell? Genau. Mhm. Sogar nur so ein Glas Wasser. Ich konnte das einfach nicht trinken. Das hat schon Schmerzen aufgelöst und vor allem dann am Abend. Also am Anfang hat mein Mann dann immer ganz lieb mir einen Tee gegeben oder ein Glas Wasser am Abend. Ich dachte, das tut dir gut und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und das war wirklich nicht lustig. Mhm. Ja. Und jetzt kommt eigentlich etwas ganz Interessantes. Gabriela und ihr Mann, sie haben ein Seminar besucht. Und das Seminar heißt Childbirth. Das ging darum, eigentlich, ihr habt euch damit beschäftigt, gerne ein eigenes Kind zu bekommen. Und darauf kommen wir dann auch noch ausführlicher zu sprechen. Es war nicht möglich bei dir. Man hat gesagt, unfruchtbar. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Jetzt wart ihr beide an diesem Seminar. Das war 2014 im März, gell? Genau, den 1. März. Am 1. März. Und dann hat jemand dort gefragt von diesen Pastoren, ist jemand da, der Schmerzen hat, der eine Krankheit hat? Und du hast dann erzählt. Genau. Ja. Also wir hatten, es war gerade am Anfang und mein Mann und ich saßen ganz vorne und dann hat dieser gefragt, das ist ein Ehepaar, die dieses Seminar gegeben haben und dann hat er gesagt, hat jemand da Schmerzen? Und dann, ja, Ethan wusste, mein Mann, der wusste, dass ich Schmerzen hatte, also hat er mir so ein vorgegeben in der Seite und dann, ja, dann konnte ich nichts anderes tun als aufstehen, weil ich saß ganz vorne. Also ich konnte nicht zuerst mal zuschauen, wie jetzt alles so laufen würde. Und dann bin ich aufgestanden und hatte ich eben erzählt von diesen Nierbeckenentzündungen und dann die Antibiotika, die das ganze Darmflora kaputt gemacht hatte.
Und dann haben sie sehr locker gesagt, oh gut, dann beten wir für dich. Und dann haben sie gebetet und tatsächlich während dem Beten sofort waren die Schmerzen verschwunden, weil ich hatte auch dann Schmerzen. Also täglich habe ich mit Schmerzen gelebt. Mhm. Und ich bin dann abgesessen wieder und dann dachte ich, nein, das kann nicht sein, es ist weg. Mhm. Und ich dachte, ja, vielleicht nach 5 Minuten oder so kommt es wieder zurück. Aber es kam nicht zurück. Und haben sie weiter, das Seminar weitergegangen. Und auf dem Seminar wurde sehr klar erzählt über die Liebe von Jesus. Und ich bin schon immer gläubig, ich bin schon immer gläubig gewesen. Ich habe immer geglaubt, meine Eltern sind starke Gläubige auch. Und ich bin immer mit in die Kirche gegangen. Und ich habe auch an Wunder geglaubt. Und auch hatte ich die Hoffnung, mal schwanger werden zu können. Und das habe ich auch nie aufgegeben. Aber die Glaube, dass er mich heilen würde, das konnte ich eigentlich noch nicht annehmen. Und der Grund ist eigentlich gewesen, ich dachte immer von, es gibt andere Leute, die sind wichtiger als ich. Ich habe eigentlich so mit dem Selbstwert gekämpft ich habe dann vielleicht kein Kind, aber andere, die also im Kriegsgebiet oder die Mutter, die Krebs hat und so weiter, die brauchen viel mehr noch ein Wunder als ich. Also komme ich hinten an der Reihe. Also dann habe ich, während dem Seminar wurde mir klar, dass ich wirklich sehr menschlich gedacht habe. Das, so menschlich meine ich, ich dachte eigentlich, dass Gott wie ein Mensch ist. Und Gott hat uns natürlich wie sein Ebenbild gemacht und das sind wir Menschen, aber Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist Gott. Und Gott kann jeder heilen. Er lebt uns alle. Und das wurde mir, während dem Seminar wurde mir das klar. Und ich dachte plötzlich, hey, was denke ich doch eigentlich blöd? Also, dass ich nicht erwarten kann, dass er auch mich heilen möchte und sofort, sogar jetzt. Und dass er gleichzeitig auch andere heilen kann. Und dann bin ich in der Pause, bin ich dann zu dieses Ehepaar gegangen. Ethan ist mit mir mitgekommen. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe jetzt nicht die ganze Wahrheit erzählt. Weil ich darf eigentlich auch die süße Sache nicht essen. Weil ich hatte sehr viele Zischen in meinen Eierstöcken. Also so 15 bis 20. Und 1, 2, 3, 4 ist nicht schlimm. Da kann man noch immer, damit kann man leben und kann man schwanger werden. Aber wenn es so viel sind, dann blockiert es das Ganze. Also und ich habe auch keinen Zyklus gehabt. Ich bin bei vielen Ärzten gewesen, aber ab meinem 15. wusste ich eben schon, du wahrscheinlich wirst du nie Kinder bekommen. Und als ich 5 Jahre war, hatte ich eigentlich schon meiner Mutter gesagt, oh Mami, ich freue mich so, wenn ich selber mal Mama sein kann. Mhm. Und das war also wirklich sehr schwierig für mich. Und als Teenager hörst du von, hey, wahrscheinlich kannst du keine Kinder bekommen, das tut wirklich weh. Weil dann musst du dich auch deine Identität noch finden, oder? Wer bist du? Und auch Freunde bekommen und ein Freund. Und dann, ja, auch bei meinem Mann zum Beispiel, habe ich auch eine von der ersten Sachen, die ich ihm gesagt habe, was ich ihm kannte. Ich kannte ihn vielleicht nur 2 oder 3 Tage. Von eins musst du wissen, aber wahrscheinlich kann ich keine Kinder bekommen. Und ich habe das gesagt, eigentlich einen so konfrontiert, weil ich wollte selber nicht nochmals verletzt werden. Weil, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er dann sagt, ja, sorry, aber Kinder sind mir schon sehr, sehr wichtig. Und dann, ja, dann können wir nicht weitermachen, oder? Aber er hat sehr gut geantwortet und er hat gesagt, hey, ich möchte dich kennenlernen, weil ja, wir haben uns natürlich sehr kurz kennengelernt. Also konnte ich sagen, ich liebe dich schon und so weiter, aber schon wirklich von, hey, ich möchte dich kennenlernen, weil du mich interessierst und Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und das hat mir für mich natürlich schon einen Druck weggenommen. Und ja, aber trotzdem, dann sind wir geheiratet und dann habe ich natürlich mit diesen Darmproblemen angefangen. Das war schon sehr lustig. Und dann auch noch, hatte ich den Wunsch, schwanger zu werden und es ging nicht. Und dann bin ich bei verschiedenen Ärzten gewesen und
Verschiedene haben dann auch gesagt von, nein, es ist einfach nicht möglich, du musst es einfach aufgeben. Und das wollte ich aber nicht. Und da war auch ein anderer christlicher Arzt, zwei eigentlich, und einer hat auch gesagt, menschlich gesehen ist es wirklich unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Und vor allem ans Zweite habe ich mich festheben wollen, oder? Mhm. Und dann auch an diesem Seminar, als mir dann wirklich klar wurde, hey, ich kann ein Wunder erwarten und ich darf es annehmen. Deswegen wusste ich von, hey, jetzt muss ich für mich beten, also jetzt, ich will es empfangen. Und dann hatte ich das erzählt so und dann sagte sie von, gut, dann beten wir auch dafür. Wieder so locker. Und dann haben sie für mich gebetet, also ich war ein wenig angespannt und haben meine Augen zugemacht. Und dann haben sie angefangen zu beten und plötzlich kommt da eine Wärme in mir, vom Kopf durch die Lungen in meinem Bauch. Und in meinem Bauch hat so eine runddrehende Bewegung gemacht, als ob ich sauber geputzt wurde. Es war wirklich, wirklich sehr speziell. Und ich dachte, hey, wer fasst mich an? Also ich habe meine Augen geöffnet und niemand hat mich angefasst. Und es war so spürbar. Und ich war da so angespannt ins Gesicht und jeder Muskel hat sich entspannt. Und ich hatte gar keine Kontrolle darüber. Aber ich hatte so eine Friede bekommen und dann wusste ich, ich bin geheilt. Ich wusste, ich bin geheilt. Und ich hatte die Augen geöffnet und ich da, ja, und der Lunch hat gerade angefangen und ich da gesagt, ich bin geheilt. Ich hatte es sofort auch gesagt, ich habe es gespürt. Mhm. Und dann sind wir beim Tisch, hat jeder etwas mitgenommen und sehr feine, süße Sachen mitgenommen. So Äpfelkuchen, Schokokuchen und all die Sachen. Und ich dachte, ich esse von alles, ich esse etwas von allem. Weil ich wusste, ich bin geheilt, ich kann es jetzt essen. Habe es auch tatsächlich gemacht und keine Krämpfe bekommen. Das war schon sehr speziell, weil das war eigentlich unmöglich. Früher hattest du immer Krämpfe bekommen? Genau, sofort. Mhm. Sofort. Ja, das ist wirklich, auch wenn ich es selber sogar nicht erwartete, oder? Also, so ein Zupfbrot. Und da habe ich nur so ein Stück weißes Zupfbrot genommen, da haben die Krämpfe schon angefangen. Und ja, und dann habe ich das schon richtig genossen. Und dann an dem, da habe ich auch während dem Seminar, etwas später, habe ich auch schon mein Zeugnis gegeben, weil ich wusste es einfach, ich bin geheilt. Und dann hat auch aber Mariette, so heißt die Frau, die hat dann gesagt, du, aber jetzt musst du dafür sorgen, dass du die Heilung behaltest, weil der Teufel, der ist ein Rauber und der möchte es gerne dir wieder wegnehmen. Und da hat sie ein Beispiel gegeben von einem Mann aus Aarau. Der hat so 90 Grad krumm gelaufen und konnte nicht mehr senkrecht stehen. Und dann haben sie für ihn gebetet und er konnte wieder senkrecht stehen. Und er war so glücklich. Und dann war er zurückgegangen zu seiner nach Hause, hat seine Freunde angerufen, Familie und in der Gemeinde. Und die Leute haben ihn nicht geglaubt. Und was passiert, obwohl er gerade gestanden hat, hat er selber angefangen zu zweifeln. Und weil er sich angefangen hat zu zweifeln, konnte er plötzlich nicht mehr gerade stehen. Und er war nicht mehr so, aber trotzdem schräg. Also, und einen Monat später ist er dann wieder zurückgegangen. Und dann haben sie gefragt, hey, was ist denn da passiert? Du warst doch geheilt worden. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe angefangen zu zweifeln. Und dann plötzlich konnte ich nicht mehr gerade stehen. Und dann haben sie ja dort gebetet, in Jesus Namen, Teufel, jetzt bleibst du weg, er ist geheilt und seitdem kann er wieder gerade stehen und ist er wirklich geheilt. Aber das hat mich wirklich, das hatte ich mir gemerkt, weil ich dachte, ja, das könnte mir also auch passieren. Na, den nächsten Tag, Sonntagmorgen, hatte ich ja zu Hause ein Müsli gegessen und war jetzt schon auf dem Weg zum Bahnhof, weil wir schon zur Kirche gehen. Mein Mann war noch ins Haus und ich laufe die Straße, über die Straße und plötzlich kommt ein wirklich starker Schmerz in meinem Bauch, also wirklich sehr schmerzhaft. Aber das Erste, was in mir aufgekommen war, von hey, das ist der Teufel, und ich habe wirklich laut ausgesprochen, es war mir egal, wie er das hören könnte, in Jesus Namen, Teufel, diese Heilung nimmst du mir nicht weg, verschwinde. Und es war sofort weg. Und seitdem habe ich alles essen können und ohne Probleme. Und das ist schon, ja, man realisiert sich nicht, aber das ist so eine Lebensqualität, wenn man essen kann ohne Schmerzen, wenn man einfach schön dann wieder ins Ausgang gehen kann, wenn man wieder mit Freunden essen kann und
ohne denken von, oh, ja, ich, oh, ja, immer in den Gedanken von, was soll ich denn jetzt essen? Warst du beim Arzt? Du bist dann auch zum Arzt gegangen? Eben. Dann habe ich, den 1. April hatte ich einen Termin beim Arzt. Und natürlich den 1. März war ich geheilt worden. Und zwischen den 1. März und 1. April habe ich jeder erzählt, ich bin geheilt worden. Und da habe ich jedem diese Geschichte erzählt. Und die waren natürlich sehr glücklich für mich. Aber ja, dass die Darmprobleme weg waren, das konnte ich noch glauben. Aber dass die Zysten weg sind, ja, das ist schon ein wenig zu viel gefragt. Und ich sagte, na warte, den 1. April bin ich beim Arzt und dann kann ich euch das Beweis geben. Und den 1. März bin ich beim Arzt. Und ich hatte zwischendurch, habe ich gewechselt wieder von einem Tür auf den anderen, als weil der etwas mehr in der Nähe war hier. Und dann hat er eben mir gefragt, und nimmst du deine Medikamente? Und ich sage, nein. Ich sage natürlich, wieso nicht? Ich sage, ja, ich weiß, sie glauben nicht, aber ich bin geheilt worden, ich brauche sie nicht mehr. Und dann hat er nur so gesagt, na, dann können Sie ruhig weiterbeten, weil ich hatte ihm dann schon erzählt, von ich kann wieder alles essen, und er wusste, das konnte ich nicht. Und dann hat er mich untersucht, und alle Zysten waren weg. 18 Jahre lang habe ich mit so vielen Zysten herumgelaufen. Es wurde nicht besser, es wurde nur schlimmer. Und letztes Jahr wurden sie mich schon operieren lassen, und vorletztes Jahr auch. Und so, das heißt Ovarian Drilling, um die Zysten rauszulasern. Und das wollte ich aber nicht, weil es waren natürlich so viele. Und es gibt immer ein Risiko, dass dann die Eierstöcke dann auch verletzt werden, oder? Und da kann man es wirklich ganz vergessen. Und das war also jetzt gar nicht mehr nötig. Und natürlich nachher, jeder erzählt, siehst du, ich habe es dir gesagt, Gott ist gut. Und, aber das war noch etwas Spezielles, weil am 1. Januar hatte ich diesen Arzt wieder das erste Mal gesehen, und dann hat er vorgeschlagen, die einzige Möglichkeit, was sie noch machen könnten, ist eine FSH-Behandlung. FSH ist Follikelstimulierendhormon. Das ist das Hormon, genau die Follikel, anstatt dass es verschrumpft, weil es bei mir immer so verschrumpft ist, dass die sich reifen in der Eierstock, in die Eierstöcke. Und das wird einfach von Tieren genommen. Und dann, aber er hat gesagt, es ist sehr, sehr teuer und wir brauchen da die Bewilligung von der Krankenkasse. Und ja, ich dachte auch damals von, okay, wir machen es dann einfach, okay, sie können das gern bei der Krankenkasse anmelden. Und dann ist monatelang nichts gekommen. Und dann eine Woche, bevor ich das Termin hatte bei der Gynäkologe, ist dann der Brief gekommen von der Krankenkasse. Und ich war die ganze Zeit schon, nach dem 1. März, ich dachte, jetzt, wenn der Brief kommt, ich hoffe, dass es abgelehnt worden ist, weil ich bin geheilt, ich brauche es nicht mehr. Stattdessen wurde es gut geheißen. Und ich dachte wirklich, nein, aber ich brauche es doch nicht. Wieso, weißt du, dann hatte ich wirklich noch damit gekämpft, weil ich dachte von, ja, wenn der Arzt jetzt sieht, okay, wir haben die Gutheit, dann können wir mit dieser Behandlung anfangen. Und dann habe ich wirklich auch dafür gebetet, von Gott, wie muss ich das verstehen? Und dann hat er mir wirklich auch die Ruhe gegeben und gesagt von, was auch immer ist, lass es los, ich bin bei dir. Gabriela, du wusstest ja, du bist geheilt und du hast auch dieses Wunder empfangen, dass du schwanger werden kannst. Jetzt warst du dann beim Arzt, aber er wollte ja jetzt diese Methode machen, hat gesagt, wir machen das medizinisch auch. Dieses Spannungsfeld, und ich weiß, ich bin schwanger, Jesus hat mich jetzt berührt und das eigentlich auch ermöglicht. Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war also eben, zuerst war das wirklich noch schwierig, bevor ich zum Arzt gegangen bin. Aber dann habe ich wirklich dafür gebetet, von wie muss ich das verstehen? Und dann hat Gott mir wirklich die Ruhe gegeben, was auch immer passiert, ich bin bei dir, lass es geschehen. Und dann habe ich auch gesagt, okay Gott, es ist deine Sache, oder? Und dann haben wir mit diesem FSH angefangen. Und was ist dann passiert, das ist das Spezielle dann wieder, ich habe dann eine Überstimulation bekommen. Und diese Überstimulation, das sorgte dafür, dass ich nicht nur ein reife Follikel hatte, aber plötzlich hatte ich mehr als 10 reife Follikel. Also in der einen und in der anderen auch.
und also insgesamt etwa 15 reife Vollkorn. Und dann da wirklich natürlich auch ärztlich gesehen, wirklich die Entscheidung, okay, was macht man jetzt? Bricht man das Ganze zusammen? Weil das ist gefährlich, weil man kann dann 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 Mehrling überkommen. Und mit meinem Körper, das könnte ich sowieso nicht verkraften. Und dann hat er gesagt, aber mein Bauchgefühl sagt, wir müssen es trotzdem einfach passieren lassen. Und das hat auch damit zu tun, weil ich hatte einen Hormonwert, ich habe die Namen vergessen, die sollte, wenn man so viel reife Vollkorn hat, über 10.000 müssen es gewesen sein. Und der war bei mir nur 560 ungefähr. Also das war eigentlich, er hat gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Und deswegen hat er gesagt, er hat dann über Bauchgefühl geredet, wir lassen es einfach geschehen. Und dann bin ich natürlich schon, da hat er gesagt, aber da musst du dich bewusst sein, dass wenn es ein Vier- oder Fünfling ist, dass wir dann die ein paar wegnehmen müssen. Und das habe ich mir gedacht, das kann ich nicht verkraften. Zuerst kann ich nicht schwanger werden, ja. Und dann werde ich schwanger und muss ich entscheiden über das Leben in meinem Bauch, über ein Kind oder nicht ein Kind. Und also Allah. Abort, oder? Von die zu viel sind. Und dann habe ich wirklich auch gebetet, hey Gott, du hast mir gesagt, ich muss es loslassen, ich habe es jetzt losgelassen und jetzt musst du auch wirklich dafür sorgen, dass ich nicht diese Entscheidung nehmen muss, weil das will ich wirklich nicht. Du bist der Herr, die entscheidet über Leben und nicht ich. Und dann habe ich wirklich gebetet, auch, dass nur eins oder zwei sich nestern werden und nicht mehr. Und dann tatsächlich hat sich nur eine sich genestelt. Mhm. Ja. Also auch das ist großartig. Ja, wirklich. Mhm. Wirklich. Das ist, deswegen man immer wieder, also gibt es noch mehrere Sachen, da kann ich noch immer weiter reden, aber immer wieder denkst du, hey, wow, das ist wirklich, Gott ist da dabei. Und das Spezielle ist auch, es ermutigt nicht nur in deinem Privatleben, es ermutigt auch in deinem, ja, beim Ganzen, oder? Geschäftlich und allen Sachen, dass du wirklich weißt, nein, Gott ist dabei. Und wir können ihm um alles beten. Und wir können da auch vertrauen und es loslassen. Und das Spezielle war dann auch, ich wirklich, es war so krass, weil wir, ja, du denkst, du kannst nicht schwanger werden. Auch für Ethan war das plötzlich von, hey, er hat sich eigentlich mental darauf eingestellt von, okay, wir können keine Kinder bekommen. Und dann plötzlich, innerhalb von einem Monat, du wirst geheilt und innerhalb von einem Monat bist du schwanger. Und das ist völlig crazy. Und dann hatte ich auch gesagt, also der Arzt hat den 1. April, hatte auch meinen Blutwerte genommen, oder? Und dann musste ich ein paar Tage später, komme ich dann wieder zurück. Und dann hat er auch gesagt, ja, dein Blut, alles sieht super aus, eigentlich atypisch PCOS. Und dann hat er auch so gesagt, den Zucker, da hat er die verschiedenen Hormone so erwähnt. Also ich bin kein Arzt, also ich weiß nicht mehr genau wie und was. Aber dann hat er auch gesagt, ja, und dein Eisen ist super. Und dann habe ich gesagt, wie ist es möglich, dass mein Eisen sogar in Ordnung ist? Weil ab meinem 15. habe ich Eisenmangel gehabt und habe ich auch Blutarmut gehabt. Ich habe manchmal diese Infusionen gehabt und jeden Tag Eisentablette geschluckt. Seit meinem 15, also wirklich 18 Jahre lang. Und plötzlich ist, und als ich den 1. März geheilt wurde, wusste ich, ich brauche es nicht mehr. Auch meine Eisentablette brauche ich nicht mehr. Also hatte ich nicht mehr genommen. Und plötzlich war mein Eisen in Ordnung. Und dann hatte ich gesagt, wie ist es möglich, dass mein Eisen sogar in Ordnung ist? Und dann hat er gesagt, wie ist es möglich, dass du schwanger bist? Und das war wirklich, das war für mich auch wieder so eine Bestätigung, hey, Halleluja. Mhm. Ja. Es ist so stark. Und wir haben es gehört, zuerst war es diese Heilung, die Heilung eben, dass du keine Krämpfe mehr hattest im Bauch und gleichzeitig noch dieses Wunder empfangen, wirklich, ich sage jetzt mal empfangen, dass du auf einmal empfangen konntest, Gott will es tun für dich auch. Genau. Er liebt dich, so genau. Wie er jeden Menschen liebt. Genau. Und dann diese kurze Zeit später schwanger. Und Fakt ist ja, wenn Sie sich vielleicht jetzt fragen und denken, ja, war es jetzt doch die medizinische Behandlung? Fakt ist, die Ärzte haben vorher gesagt, viele Ärzte haben gesagt, es ist nicht möglich. Sie kann nicht schwanger werden.
Heute ist Gabriela in der 38. Woche oder morgen? Morgen, ja. Genau. Ja. Und das heißt nur noch wenige Wochen und das Baby wird da sein und wir freuen uns jetzt schon. Ja. Wir werden ein Bild dann mit einblenden, wenn das Kind dann da ist. Mhm. Es ist einfach ein großartiges Wunder. Wir wollen wirklich Gott die Ehre geben. Genau. Gabriela, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ja, ich wünsche mir so von Herzen auch, sei es eine Heilung oder sonst ein Wunder, ja, es kann ja in irgendeinem Bereich sein. Was würdest du diesen Leuten jetzt empfehlen? Du hast es ja selber erfahren, du wurdest von Gott so genial beschenkt, doppelt beschenkt, kann man ja sagen, genau, gell? Zuerst ja, diese Heilung, dann dieses Wunder, dass du schwanger werden konntest. Mhm. Was würdest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern denn empfehlen, so einen Rat abgeben? Also den Rat ist vor allem, also bei mir, man sagt von ja, manchmal sagen so von, ja, du glaubst nicht gut genug und deswegen wirst du nicht geheilt. Oder du hast das nicht und da werden immer dir Vorwürfe gegeben. Und auch bei mir, es sind ab von meinem 15. bis zum 33. ist für mich gebetet worden. Und ja, dann ist es auch, jemand hat dann auch gesagt, ja, und du glaubst, aber wieso wirst du nicht geheilt? Oder? Und da habe ich schon auch gesagt, ja, aber für mich ist wahrscheinlich die Zeit noch nicht da. Eines möchte ich sagen, gib nicht auf, weil Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und bei mir, aber das muss nicht bei dir so sein, aber bei mir war ich blockiert und konnte ich das Wunder nicht empfangen, weil ich nicht genau realisiert hatte, dass ich genau gleich wertvoll bin als jemand anderen. Und dass Gott ein Gott ist, der jeder sofort gleichzeitig heilen kann. Und nicht, dass ich in der Reihe stehen muss und Schlange stehen muss und erst dahinterste, der Letzte bin. Und das möchte ich wirklich ermutigen, auch, dass wenn man noch nicht geheilt ist und man will es wirklich, danke Gott auch für die Situation, worin du jetzt bist. Danke ihm, dass du durch diesen schwierigen Zeiten Herausforderungen da durchgehen musst. Aber suche Gott auf, weil er sagt gerade wie auch im Psalm 23, überall, wo du bist, in tiefen Tälern oder hoch auf dem Berg, er ist bei dir. Und wenn du das erfährst, wenn du die Ruhe auch bekommst, dann ist es wirklich, dann kannst du es auch empfangen. Und ja, manche werden nicht geheilt. Ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß schon aber, dass Gott dich liebt. Und auf jeden Fall, auch im Himmel, ist jeder gesund und geheilt und stark und froh und glücklich. Und das Leben hier auf den Erden ist sowieso nur beschränkt, wenn man das vergleicht mit dem Himmel. Aber trotzdem kannst du auch heute noch die Heilung empfangen. Ja, das möchte ich vor allem mitgeben. Was ich auch mitgeben möchte, ich bin dann geheilt worden, doppelt geheilt worden, würde ich mal sagen. Aber das heißt nicht, dass man dann nachher immer sofort direkt geheilt wirst oder dass du irgendwie dass es ein ABC-Verfahren ist. Die Glaube ist eine Beziehung mit ihm. Und das ist gerade, was er möchte. Und da kann ich auch ein Beispiel geben, zwei Beispiele eigentlich, dass in der Schwangerschaft, als ich 3,5 Monate schwanger war, konnte ich plötzlich, hatte ich sehr starke, hatte ich Beckeninstabilität. Und deswegen haben die Sehnen sich so dazwischen in die Hüfte, verklemmt. Und in der Nacht konnte ich wirklich nicht schlafen. Und 2 Wochen lang habe ich wirklich kaum geschlafen. Und es tat sehr weh. Und dann hatte ich das eigentlich auch nicht so ganz verstanden, von ja, wieso muss ich das? Aber eigentlich gleichzeitig, weil ich bin mir Schmerzen so gewöhnt, habe ich es auch gleichzeitig einfach akzeptiert. Trotzdem hat dann der Gynäkologe, hat dann einen Beckengürtel bestellt für mich. Und ich musste aber noch wieder eine Woche darauf warten. Und dann habe ich plötzlich mir gedacht, hey, was bin ich jetzt? Gott hat mich geheilt. Und er heilt mich nicht nur einmal und dann ist es fertig. Er kann mich immer wieder heilen. Also auch er will, dass ich es ihm auch bei ihm bringe. Und dann ist mir nur das Gebet, ganz einfaches Gebet aufgegangen. Gott, danke, dass ich ab heute Abend wieder schlafen kann und gut schlafen werde, dass du auch die Beckeninstabilität wieder in Ordnung bringst und dass die Schmerzen verschwinden werden. Jesus, danke, du bist für uns ans Kreuz gegangen, für mich ans Kreuz gegangen und für alle. Und so wie es auch in auf Englisch gesagt wird, by his stripes we are healed. Und das habe ich dann einfach
dafür habe ich Gott gedankt. Ich habe nicht gesagt, heil mich jetzt. Ich habe einfach gedacht, danke, dass ich das weiß und danke, dass ich jetzt gut schlafen werde. Und seitdem schlafe ich wieder gut. Ich habe keine Schmerzen wieder gehabt. Den nächsten Tag konnte ich diesen Beckengürtel abholen. Und ich habe es gar nicht benutzt, weil ich brauchte es nicht mehr. Hm. Es ist so ermutigend und es nimmt auch Druck weg. So wie du das erzählst, Gabriela, es ist so erfrischend, es ist begeisternd. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist genau der Grund, warum es Wunder heute gibt. Wir wollen zeigen, dieser Jesus Christus lebt. Er ist tatsächlich auferstanden und er liebt auch Sie von ganzem Herzen. Und vielleicht sagen Sie, diesen Jesus so, wie ich das jetzt gehört habe von Gabriela, so kenne ich ihn noch gar nicht. Dann ist das Allerschönste, wenn Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Und wie gesagt, Gabriela hat es bereits erwähnt, rechnen Sie auch, geben Sie nicht auf, rechnen auch Sie mit Heilung, mit Ihrem ganz persönlichen Wunder. Wir freuen uns, wenn Sie natürlich bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen. Das wünsche ich dir, Gabriela, das wünsche ich euch als Ehepaar. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir das erste Foto bekommen, dann von eurem Baby. Ja. Und wir wollen Gott wirklich die Ehre geben. Er hat es getan, ihm gebührt alle Ehre, aller Dank. Und ich bin so begeistert, dass wir das einfach auch zeigen dürfen, dass wir sagen dürfen, unser Jesus lebt. So ist es.